selten und es geht noch. Nicht so viel Komfort, aber ist okay. So im Notfall ab und zu die Pension noch. Der startet jetzt, oder? Ach so, ja klar, stimmt. So, wir kriegen jetzt einen Fallschirmsprung mit. 14er Formationssprung und eine Vierergruppe, die erst da mit dem Flugzeug da hinten starten. Und das haben wir jetzt mal abgekommen an. Das sieht ja cool aus. Voll laut, Mensch. Wo ist die Mama jetzt? Welcher von denen? Ah, okay. Mhm. Wow, sieht echt geil so aus. Sehr elegant aus, wie die alle runterkommen. Cool. Hier rufe, ist die auch schon irgendwo jetzt oder? Achso. Die müsste man ja eigentlich sehen, ne? Ach so. Na dann der dritte für heute. Hör nicht so. Ja. Weil heute tagsüber war es zu windig. Ja.
So, das ist das Flugzeug, mit dem die gerade hochgeflogen sind. Das blaue da. Und hier ist der Tower. Von Eisenach. Ja, das war ja mal eine coole Pause, nicht? Das ist völlig Neues gesehen. So, wir wollen immer noch weiter zum Kanu-Club. Wir hätten da auch zelten können. Aber ist das Wetter wieder so schön, dass wir sagen, das fahren wir jetzt auch noch eben. 23 Kilometer sollen das sein. Angeblich. Schauen wir mal. Nun sind wir am Hörselradweg und fahren jetzt die Hörsel entlang. Das Eisenach Richtung Werra. Ja, Dammhirsch. Dammwild, genau. Ein schöner Weg, gell? Geschwungen. Tolles Wetter jetzt. Eigentlich, wie sich der Radfahrer das wünscht. Noch ein Tier. Oh ja, da ist noch ein Tier. Seht ihr das? Kanu-Club Hörschel. Die sind gestern abgesoffen. Die haben Kanu, deshalb ist alles nass geworden. Also schon mal eine Essenz aus dem Ganzen. Unbedingt Wasserrastplätze aufsuchen. Die sind erheblich kommunikativer und netter als Campingplätze. Das Entscheidende: Es gibt keine Camper, keine Wohnmobile, keine Wohnwagen, keine Vorgärten, keine Gartenzwerge. Also wirklich bei Reisen auf Flüssen Wasserrastplätze bevorzugen. Auch wenn es hier zugegeben etwas laut war, hier ist nämlich die Bahn, die dort führt und da oben ist hier die Autobahn. Naja, hier die Werra.